In den vergangenen Monaten haben sich die Leipziger Verkehrsbetriebe intensiv auf den kommenden Winter vorbereitet. Mit den Erfahrungen der vergangenen vierten Jahreszeit haben sie eine Reihe von technischen, organisatorischen, personellen und kommunikativen Maßnahmen ausgearbeitet. Diese wurden am Dienstag vorgestellt. Ja, wir haben ganz großen Fokus in diesem Jahr auf das Thema Kundenservice gelegt und wir versuchen, unsere Kunden in kritischen Witterungssituationen einfach so intensiv und so aktuell wie möglich darüber zu informieren, wenn etwas nicht fahrplanmäßig läuft. Und das versuchen wir mit vielen Servicekräften, auch aus unserem Projekt Mobilitätsservice, die dann ganz gezielt im Einsatz sind und unseren Kunden informieren. Wenn man dann früh an der Haltestelle steht, der Schnee liegt hoch und es ist weit und breit keine Bahn in Sicht, was nun? Warten, laufen oder wieder schlafen gehen? Dann würde ich empfehlen, dass Sie in unserem Servicetelefon anrufen von der LVB, die 19449 hier in Leipzig. In kritischen Witterungsbedingungen verdoppeln wir die Zahl der Mitarbeiter, die im Servicetelefon tätig sind, weil wir wissen, dass dann viele Anfragen kommen. Und da werden Sie dann auch informiert darüber, ob eine Bahn kommt, wann die Bahn kommt und wie sie von A nach B kommen. Um zu verhindern, dass wie im vergangenen Jahr die LVB-Website bei Überlastung zusammenbricht, wurde eine Notfallseite entwickelt. Sie zeigt die wichtigsten Daten an. Bleibt nur zu hoffen, dass der Winter dieses Jahr etwas milder wird.